Hey ihr Krähenfreunde, willkommen zurück zu Dark Souls Daughters of Ashe. Es geht weiter im nördlichen Untotenasyl. Ja, es kam jetzt 2 Tage kein Part. Ist mir ehrlich gesagt jetzt auch erst aufgefallen, als ich es wirklich nochmal nachgesehen hatte. Aber ihr wisst ja warum. Sekiro ist da und ich bin gerade so ein bisschen im Fieber. Das Sekiro-Fieber hat mich gepackt. Kannst du mal bitte... Danke. Na, blöd Mann. So, wir haben ja das Pendant, das Silberamulett. Und ich werde jetzt mal gucken, ob ich das alles richtig mache. Ich habe nämlich die Kommentare natürlich gelesen. Und... Mal sehen, warte mal, wo ist es denn hier? Das Pendant ist da. Silver Pendant, das droppen wir mal. Drop it like it's hard. So, perfekt. Ja, aber schön, dass ihr da seid. Und sorry nochmal, wie gesagt, fürs jetzt 2 Tage lang Auslassen dieses Spiels. Dieses Projekts. Aber ich will es nicht abbrechen, natürlich nicht. Nein, ich habe Bock drauf. Ich will wissen, was da geschieht am Ende. So, und ihr natürlich auch, oder? Give me warm, give me soft. Und jetzt haben wir das Broken Pendant. Das ist ein neues Item. Und das braucht man für die Velka-Questline. Ist jetzt auch nicht mehr hier dabei, glaube ich, sondern... Oder? Nee, das ist jetzt bei den Key-Items. Ja. Broken Pendant from Old Ulusiel. Shattered Stone Amulet encased in a pale wine. Wein, nicht wine. It resembles a pendant traditionally ex... Nee, warte mal. It resembles a pendant traditionally exchanged in Royal Ulusiel marriage ceremonies. The ancient stone is surrounded by a faint aura of nostalgia. Reference at great looking. Longing, nicht looking. Wow, jetzt lese ich ja. Whoever lost this amulet must be desperate to retrieve it. Ja, es hat uns jetzt einfach mal die liebe Snuggly eingetauscht gegen das ganze, das komplette Amulett. Und wie gesagt, das werden wir jetzt einfach mal nutzen. Push. Um vielleicht nochmal in DLC zu kommen, aber auf eine andere Art und Weise, wenn ihr versteht. Jetzt geht das nämlich, glaube ich, was ihr mir mal gesagt habt. Ich muss das echt nachsehen, Leute, weil ich weiß nicht. Komme ich ja auch nicht auf sowas. Wie kommt man auf so eine Idee, dass man das hier, ne? Jetzt gehe ich mal ganz kurz ans Leuchtfeuer, weil ich bin vorhin hier einfach nur durchgerannt über die Undead Burg aus dem Garten. Da habe ich ja letztes Mal aufgehört. Und Logan ist auch da. Schön. So, mal gucken, ob ich das auf die Reihe kriege. Hier muss nämlich irgendwo der Londo-Key sein im Graveyard. Meine ich zumindest. Ich habe das alles schon wieder vergessen, was ich beim ersten Durchgang hier erreicht hatte. Londo-Key, Londo-Key, Londo-Key. Hallo Petrus, du Schweinehund. Nimm gleich so lange mal den Hammer, weil sonst stehen die immer wieder auf, die Viecher. Die Blast Warpick. Ach, guck mal, ist er das hier? Nee. Aha. Hat ja schon ein bisschen mehr aus, die Kerle. Da-d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 a. Und futsch. Und futsch. Da. Wo ist denn der Schlüssel? Ach ja. Warum kommst du jetzt und meldest dich, ne? Bam. Und bam. Problem ist, da oben sind die großen Skelette. Brauche ich jetzt eigentlich hier... Ich überlege gerade, ob ich den, die Warpick brauche, oder kann ich das jetzt auch weiter mit dem Obsidian Greatsword? Na? Oh doch. Die bleiben auch so kaputt, das ist ja gut. Ach guck mal, könnte das der Londo Key sein? Ecestus, ach Mann. Luschen. Hm. Ja, da stand aber, ich brauche den Schlüssel hier vom Graveyard. Da gibt es hier irgendwie keinen Schlüssel. Kann das sein? Dass ich runterkomme nach Neu-Londo, wisst ihr? Guck mal, wie die alle runterkugeln. Cola, Cola. Nee. Da muss ich ja vielleicht für den nächsten Part nochmal genau nachschauen, weil ich habe mir jetzt auch nur die Stichpunkte dazu durchgelesen. Da gibt es so ein nettes Chart übrigens. Also Firelink, Londo Key, Graveyard steht hier.
Aber hier ist kein Londok hier und ich meine, ich hätte den auch noch nicht. Ich habe bisher nur das Pendant, natürlich, Undead Asylum. Der Asylum Corridor Key, Big Pilgrim's Key ist auch wieder Asylum, der Watchtower Key. Ah. Parish Outskirts, Sinner's Key und Torture Cell Key in Seth's Fortress. Nee. Parish Outskirts? Ist das hier? Nee, das ist doch der Firelink-Schrein. Feuerbandschwein. Da ist der Londo-Schlüssel hier irgendwo. Da habe ich ihn halt echt schon mal übersehen, ganz einfach. Ganz klappert sich wieder einen zurecht. Gibt's hier überhaupt die Carthy-Questline, wenn man... Ich meine, Carthy kommt ja nur, wenn man mit Fremd nicht redet. Aber das... Ist ja egal, weil ich kann mich am Ende entscheiden, ob ich das Feuer kindeln will oder nicht. Nee, kein Schlüssel. Ja gut. Dann muss ich jetzt halt wieder zum Wald. Ja, siehst du, kein Schlüssel. Ah. Hast du vielleicht den Schlüssel gebunkert, du Blödmann? Nee, ne? Du hast ihn auch nicht. Könnte ich wetten. Warte mal, ich versuch's mal. Oh nein. Ich bin stuck. Noch nicht. Ha! Verarscht. So. Wir gehen mal runter zum Aufzug. Die Feuerhüterin lasse ich dieses Mal übrigens sterben. Weil ich werde euch mal zeigen, diese andere Questline. Falls ihr es nicht kennt, sagen wir es mal so. Aber ich denke mal, ihr kennt das alle, die es sehen, oder? Was passiert, wenn man sie nicht rettet jetzt? Oder wenn man... Oh, warte mal, der Aufzug ist hier auf. Nee, Quatsch, warte mal. Hä? Der Aufzug, der war doch erst verschlossen, Leute. Sag mal, spinne ich jetzt? Sag mal, spinne ich jetzt? Der war echt die ganze Zeit verschlossen. Oder? Ich bin doch nicht doof. Vielleicht ist er jetzt aufgegangen, weil ich... Dann kann ich jetzt doch noch... Nach Plague Town. Also, Schandstadt. Nee, das ist verschlossen. Aber irgendwo hier muss doch der Schlüssel sein, oder nicht? Dann gehen wir mal gucken. Weil das Einzige, was jetzt halt noch vor mir steht, ist, dass ich in den DLC komme. Den alten DLC steht hier, DLC Past. Und da gibt es noch den normalen DLC. Ich weiß nicht, was da jetzt der Unterschied ist. Ein Fällchen, ja. Weil hier ist ja Lautrec eingesperrt in der Zelle. Ja, stimmt, da war auch nichts drin. Normalerweise sind ja erst die Wanderflüche drin, die man braucht, um die Geister anzugreifen. Aber die kommen ja auch erst später, lustigerweise. Tang, tang. Das ist so krass eigentlich. Aber überlegt der DLC, dass der zwei Versionen haben soll, oder wie? Oh, Lautrec ist frei. Ups. Ups. War das, weil ich jetzt schon im Grab der Riesen war, oder? Aus welchem Grund ist der Typ jetzt frei? Oh. Ah, nicht so komisch rumrutschen. Man kann hier nämlich nicht schwimmen. Das war nur in Sekiro der Fall, dass man da schwimmen konnte. Finde ich übrigens ziemlich cool, finde ich das. Nee, finde ich ziemlich cool mit Sekiro. Habt ihr eigentlich schon mein Video gesehen auf Inside PlayStation? Dann geht mal da vorbei. Inside PlayStation habe ich einen kleinen Sekiro-Guide gemacht. Ist jetzt nicht großartig, aber ich sage euch, das hat echt viel Zeit gekostet. Der Spaß. Oh, guck mal, Nebelwand. Mhm. Ich glaube wegen dem... Nee, der Gargoyle kommt ja weiter unten erst. Firebomb. Mal die Jungs da anbeten, ne? Ich verstehe das nicht. Da. Aha. Ja. Überall noch Wasser hier unten. Das ist echt gruselig hier unten eigentlich. Also, es ist, hier ist ja nix, ne? Aber es ist trotzdem sehr gruselig, finde ich. Weil es eine tote Stadt ist. Und hier einfach nur Untote rumkrebsen die ganze Zeit. Ich
Können wir das Item da vorne holen? Ich weiß nicht, was es ist, aber... Hab ich leider schon wieder vergessen. New Londo. Ach, eine Keule. Na toll, hat sich voll gelohnt, jetzt hier runter zu gehen. Wenn ich überlege, wie anders das Spiel ist im Gegensatz zu Sekiro. Also Sekiro ist ja sehr, sehr schnell und hier ist es halt alles so ein bisschen behäbig. Es wurde so ein bisschen beschrieben als Hit-and-Run-Taktik. Das kommt nicht von mir, das kommt von den Entwicklern. Ich habe da so ein Cheat bekommen, wo alles... Kein Cheat, sondern so ein Papier eben quasi, so eine PDF, wo alles draufsteht, wie sich das verhält mit den Eigenarten des Spiels, was es da für Werte gibt. Das wäre interessant, da könnte ich auch mal was zu machen. Übrigens. Das sind die Fackel Boys. Die Fackel Boys. Kommt. Oh, ihr seid doch Arschgeigchen, ne? Verstecken um die Ecke, hä? Huh? Die Fackelboys. So. Ja, wie ist denn eure Meinung so zu Sekiro? Wird mich mal interessieren. Findet ihr es gut? Ist es nicht so euers? Ich habe jetzt schon von vielen gehört, ja, nee, das Kampfsystem passt mir gar nicht. Ich habe halt lieber so Schwert und Schild, also für mich ist das Spiel gestorben. Well, ist ein bisschen schade eigentlich. Herr Ingvard. So. Was? Resist Curse? Ach ja. Habe ich 4 Stück von. Hoffen wir noch einen. Have Curse broken. You are not cursed. Ist ja schön. I am the guardian of the seal. I watch over the four kings. Es gibt übrigens noch was, das muss man sich dann... Also ich muss verflucht werden und dann muss ich, glaube ich, mit dem Pale Eye irgendwas... irgendwo hingehen. Das ist... Das muss man sich mal vorstellen. Ich werde es aber nochmal... Ich werde mir das aufschreiben, Leute. Ich habe jetzt leider nur den Weg hier vor mir liegen, wo ich lang muss. Für das Ende, für Velkas Questline. Wie gesagt, komm mal da drauf. Ist total heftig. Komm einfach mal so darauf, dass du hier durch so ein paar Aktionen andere Questline bekommst. Warte mal, wo ich den? Führt ihn einfach. Ha! Ha! Natürlich kann ich hier durchspringen. Blam. Diese Sounds sind echt unheimlich. Miracle Force. Ist ein bisschen fies, wenn ich das einfach mal an denen ausprobiere. Ja, wo ist der Londo-Schlüssel? Vielleicht war es das ja auch schon. Vielleicht habe ich jetzt einfach nur dieses Tor geöffnet. Oder wer auch immer mir das geöffnet hat. Dem ich hier unten war. Vielleicht war es ja auch Lordrek. Genau, Lordrek könnte es von der anderen Seite... Ah, seht ihr, das ergibt Sinn. Wenn Lordrek das einfach von der anderen Seite aufgemacht hat, das Tor. Und er ist halt durch irgendjemanden hier freigelassen worden. Oder ist entkommen von sich aus? Wer weiß. Keine Ahnung, wie das hier passiert sein könnte. Habt ihr eine Ahnung? Auch das schreibt es mir gerne mal in die Comments. Wer hat Lordrek freigelassen? Das muss ja jemand sein, der hier unten gewesen ist. Ich glaube, Ingvard war es nicht. Der hat ihn ja ursprünglich auch nicht hier eingesperrt, schätze ich mal. Ne, ist nur Humanity und Kram, einfach. Aber leider kein Schlüssel. Den Schlüssel bekomme ich ja von ihm später. Oh, oh, was war das denn? Das war seltsam. Schlüssel bekomme ich von Ingvard später. Wenn ich den Ring habe, weil ansonsten macht es ja auch keinen Sinn, dass er mich hier runterlässt. Dann würde ich nämlich einfach nur sterben im Abyss gegen die Four Kings. Ah, Key to the Valley. Hier ist er. Einer der Schlüssel, die ich brauche. Key to the Valley. Opens the gate to the valley outside New Londo. Seht ihr mal. Hier ist der Schlüssel. Jetzt darf ich wieder ganz hochlatschen. Fackelmann kann mich auch mal in Ruhe lassen. Ich glaube, schneller geht's hier durch, oder? Nee, warte mal. Nee, nee, nee. Ja, okay, mit... Also ohne den Master-Schlüssel ist es dann doch ein bisschen schwieriger. Aber ich fand jetzt... Das ist eigentlich voll okay, wenn man den hat, oder? Ja,
Meisterschlüssel ist voll in Ordnung, weil es ist ja noch im Spiel. Dann hätte er auch sagen können, der Macher, ich lasse das raus. Hat er nicht. So, jetzt brauche ich meinen beherzten Sprung. Hoffe, dass es klappt. Yep. Oh, nein. Ach doch, dort kann ich ja laufen. Ich dachte, ich bin jetzt tot. Wollte ich auf die Treppe springen, Leute, aber das hat mir nicht so ganz geklappt. Obwohl ich leichte Belastung habe, klappt das nicht so ganz gut. So, und jetzt müsste ich ja nach Scharnstadt runter können, hä? Perfekta. Ich glaube aber, bevor ich weiter runter gehe, gehe ich erstmal wieder rauf. Und hole mir die Ziege, weil dann kann ich mich teleportieren. Das ist auf jeden Fall ein bisschen angenehmer, als hier die ganze Zeit immer wieder ewig laufen zu müssen. Irgendwo hin. Und ich habe ja auch nicht vor, zu dem Schmied zu gehen, deswegen wird der Chthonic Spark immer meiner sein. Und warum sollte man das eigentlich machen? Das ist ja irgendwie, ne? Warum sollte man dem den Schlüssel geben, meine ich? Übrigens, hier drüben können auch später, da drüben, wo das Grasbüschel ist, auf der anderen Seite, da liegen auch die Klamotten von Velka im normalen, also im Hauptspiel. Na, wo seid ihr denn, ihr fiesen Kerle? Da sind sie. Rar, die ekelhaften. Ja, ja. Der Dicke mit der Keule, der wird mir sowieso vielleicht wieder versuchen, alle zu verpassen. Oh nein, das ist der im Stein. Ah! Hab ich da jetzt Punkte bekommen nochmal? Der hat mich, glaube ich, getötet, als ich hier das erste Mal runter bin. Habe ich dann plötzlich keinen Bock mehr gehabt, nach Schandstadt zu gehen. Oh, warte, ich habe ganz was vergessen. Das ist generell ja... Ah, warum habe ich die schon wieder... Ich habe genug Flasks, deswegen brauche ich das nicht. Das ist generell ja ein bisschen eklig hier mit dem Vergiften. Wissen wir ja schon. Ich könnte ja auch Speedrun-Strats machen hier, aber das will ich eigentlich nicht so gerne. Immer ein bisschen unschick, wenn man dann aufgeht am Ende. Gehen wir mal ein bisschen langsam. Langsam mehr. Ekelhaften Fliegen, ne? Guck da wieder. War ein Treffer. Hey. Oh nein. Das Viecher. Erwischt. Oh, aua. Ich hab mich trotzdem noch erwischt. Da. Das war's. Oh nein, er lebt noch. Das Stickerchen. Ich muss nämlich hier unten was aufsammeln, glaube ich. Irgendwas Wichtiges. Ach, nur die Klaue. Wolverine haben sie eingesperrt und er ist verhungert. Kann Wolverine eigentlich verhungern, wenn er sonst nicht sterben kann durch irgendwas? Hm. Na gut, Wolverine ist ja... Oh, ich will nicht spoilern, aber... Das war jetzt nur so eine grobe, kurze, doofe Idee, die ich hatte. Was ist eigentlich mit Wolverine hier? Warte mal, dort. Nee, komm. Ich fahre jetzt auf die ganzen Items, die hier noch liegen, weil ich glaube, das war alles nur Humbug. Oder? Auf jeden Fall sind es keine Schlüssel, die ich brauche. Deswegen werde ich mir hier das Leuchtfeuer schnappen, was echt Quelak schon killt. War die Frage jetzt. Ah.
Gute Frage, ne? Ups, Vorsicht. Da kann ich nämlich auch runterfallen und sterben, ganz dumm. Oh, guck mal, mein Kumpel ist wieder da, hier. Hi, Shiva. Luke Skywalker. So, jetzt haben wir erstmal die Gäste. Demon's Great Axe, die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nee. Ich glaube übrigens, der Ring hier, der Eastern Ring, der die Weapon Durability länger aufrechterhält, also die Haltbarkeit von Waffen. Ich glaube, das geht nicht, wenn ich die Sonderdinger benutze. Created Slagmar. Also wenn ich die vom Schwert jetzt hier, wenn ich diese Spezialkraft einsetze, das hilft dann nichts, meine ich. Oh, she's a man-eater. Ja, das ist echt perfekt mit dem Ring. Ich muss den einmal nur wechseln. Und schon kann ich wieder draufhauen. Humanity und das Butcher Knife. So. Das hätten wir. Und hier ist das Leuchtfeuer gleich. Ah, diese spuckenden Mistviecher, ne? War hier nicht auch noch was Wichtiges? Hier war nichts wichtig. Ne, hier war gar nichts. Okay. Ach Mann. Diese Mod, unglaublich. Ich verwechsel immer wieder alles. Und wenn ich das irgendwann mal wieder spielen sollte, das normale Hauptspiel, das normale Dark Souls, da weiß ich gar nichts mehr. Die Mücken, ne? Ich treffe die nicht so gut. Offenbar. Oh komm, wir kitteln einfach mal so ein bisschen, weil ich habe gerade ein paar Humanity über. Humanity! Na, ich freue mich schon so ein bisschen drauf, wenn ich endlich den Spark habe, dass ich mich teleportieren kann. Das wäre super praktisch. Das wird super praktisch, pass mal auf. Und es gibt hier noch oben um die Säule, bin ich nicht. Seht ihr da oben die Säule? Da wo was leuchtet. Da wo einer. Da liegt eine Leiche auf dem Balken. Sogar. Ich glaube, da versuche ich dieses Mal hinzukommen. Oh. Das sind beide sehr gut. Da ist Dickerchen mit Stein. Ja. Dann kann man mal machen, ne? Oh, jetzt ist er runter. Diese Mistviecher, die schießen halt die ganze Zeit mit ihren blöden Spikes. Hör auf! Oh. Du bist tot. Oh, warte, da liegt noch was. Das ist wahrscheinlich ein Dankbeil, oder? Ja, natürlich ist es ein Dankbeil. Da sind immer dieselben Quatschsachen dabei. Immer so ein Ekelkram. Guck mal, wie hell das da oben ist. Trotzdem dringt hier kein Licht runter. Will jetzt auf mich drauf springen von oben. Ich frage mich immer noch, wo diese Ekeltypen jetzt sind. Hab ich letztes Mal auch nicht so alle geblickt, da dieser Spucker. Ist da drüben vielleicht? Nee, komm, lass mal, da war nur irgendein Quatsch, das weiß ich noch. Schlüssel gibt es hier, glaube ich, keine wichtigen. Hoffe ich. Warte nicht, dass ich es am Ende einen verpasst habe. Nee, ne? Oh Gott, komm ich jetzt überhaupt drauf wieder? Oh nein! Weil ich jetzt ein Schrittchen runtergegangen bin. Na toll. Ah, ich hasse es. Ich hasse Schandstadt. Aber wie gesagt, man kann ja eigentlich recht schnell durchkommen, wenn man weiß wo. Genius. Du machst das sehr gut. Und schon wieder ein Dankpai.
Scheiße, Küchlein. Wer. Die essen das, glaube ich, wirklich, ne? Das ist eine Kiste. Mir letztes Mal diese Kiste geholt. Hab ich das? Ah, Leidelixer. Nee, ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. War schon ziemlich witzig, dass die einfach mal da so rumsteht, die Kiste. Ein Balken. Warte mal, hier geht's ja gar nicht. Ich muss hier hochklettern. Ja, ja, ja. Direkt über der Kampfarena, ne? Wisst ihr ja noch, habe ich mal erzählt. Oh, und das, was so rumflabbelt, das ist das andere Vieh, dieser komische Blutsauger-Dämon da. Liegen da wieder. Warte nur. Ist viel. Wie ich ihn hasse, diesen Spucker, ne? Das ist voll Idiot. Oh, das hat noch geklappt. Ich könnte noch backstabben. Sehr schön. Oh. Kerle. Wegrennen hatte nichts gebracht, deswegen habe ich sie jetzt einfach schnell gekillt. Wie? Dieser Parasit. Ist da irgendwas aus Ulesil, oder? Kann ich die Leiter. Ich wollte schon sagen, kann ich die Leiter jetzt hier runter? Das wäre ja witzig. Habe ich, glaube ich, damals schon gesagt, ne? Und diese Vasen, die sind bestimmt aus Kacke gemacht. Sollte man vielleicht mal überlegen, so einen Do-It-Yourself-Kanal auf YouTube mit Kackevasen zu machen. Geht bestimmt durch die Decke. Hä? Hä? Ich würde sagen, mach ich dem gerade keinen Schaden, oder was? Macht ihm gar nichts aus. Guck mal. Lulu. Ach, die Geräusche, die es aber noch macht. Sehr schön. Da. Wo war das jetzt mit dem Balken? Ich muss die ganze Zeit überlegen, wo kann ich hier das übergeheime Geheimnis finden? War das nicht da drüben? Ja, ja. Warum keine Randale hier? Kackevasen hat jemand mit Liebe gemacht und mit Kot. Überlegen hier? Nee, auch nicht. Kackevasen für die Menschen. Ey! Du Assi! Da ist schon wieder einer spucken, ne? Guck mal. Will ich mal sehen, dass einer mit dem Spuckrohr so weit kommt. Hier vielleicht? Nee. Kann ich nicht rumspringen, das geht nicht. Ah, hat sich wieder einen Tod gestürzt, ist ja schade. Oh! Alter! Ich esse Wumm! Du blöder Penner! Peter Trackmeier. Oh Mann! Ja, natürlich bin ich gestorben, was denn sonst? Oh, ich hab das gar nicht mitgekriegt! Dass da vor mir einer steht und den Felsen schmeißt. Oh, du blöder Penner. Jetzt muss ich mich wieder. Oh, die! Ich wollte ja eigentlich nur hoch und mir endlich diesen Funken holen. Dann kann ich runter zum Aschesee wieder, Leute. Wisst ihr, was ich vorhabe? Bestimmt, ne? Ich will zum Aschesee und dort unten das Leuchtfeuer holen. Da bin ich in die DLC und so weiter und ach Gott, ey. Ich fühle mich irgendwie bullshittet. Ey!
Steh dich. Bin auch gleich toxic, pass mal auf. Noch einer? Nee, ne, das war nur der eine eben. Nein, nein, nein. Vorsicht, Freundchen. Vorsicht. Oh, ich will ja so einen Quatsch dabei hier, guck mal. Lass du bitte aufhören, das gleich auszurüsten. Wäre total nett. War nicht auch noch so ein dicker Kolbenmann hier, der eben runtergesprungen ist? Oder ist... Oh, apropos dicker Kolbenmann. Na ja, Arschbacke. Hey. Hey. Rennt mir doch alle nach, komm schon. Rennt mir doch nach, wie wär's? Rennt einfach weg vor euch. Macht er jetzt. Die Dicken haben sie mich nicht so mit Treppe steigen. Oder Leiter hochklettern, meine ich. Ich fand's nicht wieder Treppe. Leiter hochklettern. So. Haha. Da sterben sie nämlich wieder reihenweise. Und klettern. Penners. Der Trick ist halt hier nicht zu rennen, weil wenn man rennt, ist man eigentlich gleich schon tot. Ein bisschen Pech. Wie der da. Aha. Gemerkt. Ich habe die ganzen Vasen kaputt gemacht, ne? Aha. Wie ist alle runterfallen irgendwo? Das ist witzig. Aus Frust erstmal wieder Vasen zu deppern. Ich kenne das irgendwo her. Mach ich auch manchmal gerne. Aber nur aus Spaß, nicht aus Frust. Bin ja selten gefrustet bei dem Spiel. Ah! Bin schon wieder was nach? Nee. Ich dachte nur. Felsen, das war so... Oh, aber ich fand's witzig. Ich drehe mich doch rum, abgelenkt durch den Lärm. Und auf einmal... Wupp. Aha. Autsch. Das ist unfair. Keinen so großen Stein, ja. So, wo ist das jetzt? Okay. It's too late. Verrecke. Ja. In den Arsch. Gerne, ne? Nein, das hebe ich. Ich heb's doch auf. Es ist ein Jauchhäkelchen, oder? Immer derselbe Scheiß. Im wahrsten Sinne. In diesem Sinne. Warte, hier komme ich ja gar nicht hoch, ne? Hier runter? Ach. Guck mal da. So, Kleiner. Aber ich glaube, ich bin gleich schon am Ende von Blacktown. Von Blacktown. Nein, von Blacktown. Ja, ist schon. Das Ende. Ich muss... Wie ging das? Ah. Ich muss ja hoch, genau, an der Seite. Hier muss ich hoch, nicht hier, wo ich jetzt gerade bin. Und schön aufpassen, der Boden ist nämlich richtig beschissen. So, mein Tipp an euch, einfach stehen bleiben nochmal, ne? Habe ich ja schon mal gesagt. Oh! Also man bewegt sich nicht mit... Wischer? Wer ist denn? Ne, Tishana. Sailshot, Sailshot, Sailshot Tishana. Okay. Dann komm mal her, Tishana. Hier, ich duelliere mich hier mit dir auf dem Balken. Gut Deutsch-Donner-Balken. Ach, guck mal, da ist das mit der Säule. Ah. Tishana! Ja! Du bist eine Pfeife! Du bist voll die Pfeife!
Cell Sword. Das sollte man in Cell Sword umbenennen. Also Schwert für Kauf. Und nicht kaufbares Schwert, also Söldnerin, ne? Ich meine, kennt ihr, ne? Cell Sword, ja. Kauf lieber mal dein Schwert. Mach irgendwas anderes. Weiß nicht. Die Zeitung austragen oder so. Das Kackblatt, das Schandstatter Kackblatt des Tages. Wo ist denn hier nochmal die Leiter gewesen? Leute, was ist mit mir los? Warum habe ich auf einmal keine Orientierung mehr? Ich muss halt darauf. Ich will da rein. Oh. Wisst ihr? Da sterben ständig Leute hier in Schandstadt. Ich könnte mal gutes Tagesblatt schreiben. Schon wieder ein Toter beim Kackbalkensteigen in Schandstadt. Hervorragend. Wer sollte überhaupt hier drauf gehen? Warum? Ne, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich muss wieder zurück. Über diese blöde Brücke. Und dann irgendwo anders hochsteigen. Schandstatter Kackblatt. Leute, ich mache auch mal Schluss hier. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, würde ich mal sagen. Es ist immer wieder lustig hier, Schandstadt so durchqueren. Ja, eigentlich gar nicht. Es ist scheiße. Ich kann nicht oft genug sagen, es ist kacke. Kacke, scheiße, kacke. So, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, gebt mir gerne ein paar Likes auf das Video. Also ein paar, so viele wie ihr könnt. Wäre super. Und wir sehen uns wieder zu Dark Souls, Daughters of Ashe. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.